going behind food and eating, drinking, enjoying. Die ganze Welt läuft blindlings hinterher, diesen Gelüsten für den Körper zu essen und zu trinken und sich zu vergnügen. And they are ignorant about the need of the soul. Aber sie ignorieren die Not ihrer Seelen. Give that wisdom, Lord. Gib diese Weisheit, Herr. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Come, Holy Spirit, let us sing another song. Lass uns noch and through that, let us pray the whole world may get this wisdom, that there is a soul for them which need wisdom, which need food. Und mit diesem Lied lasst uns beten für die ganze Welt, dass sie die Weisheit und die Einsicht bekommen, dass jeder Mensch eine Seele hat, die Nahrung braucht. Their children has a soul. Their children need food for the soul. Und dass die Kinder alle eine Seele haben und dass die Kinder Nahrung für ihre Seele brauchen. We pray for young families. Wir beten für junge Familien. The children are too much time wasting, spending in seeing TV and cartoons, which has no spiritual power. Die Kinder verbringen viel zu viel Zeit. Sie vergeuden ihre Zeit mit Fernsehen, mit Computern, mit Cartoons und all den Dingen, die sie nicht wirklich nähren in der Seele, die keinen Wert haben. All of them may get a wisdom to see Jesus' wonder, Jesus' films, films of the saints. Alle mögen sie die Einsicht bekommen, dass sie die Filme über Jesus sehen, dass sie die Filme über die Wunder Jesu sehen und über Heilige. Nummer 12. Let us stand up and pray. Wir wollen aufstehen und beten. This is a powerful intercession to enlighten the world. Es ist eine machtvolle Fürbitte für die Erleuchtung der Welt. As we sing this song, let us believe this is a prayer to enlighten the world. Während wir das Lied singen, lasst uns festhalten in dem Glauben, dass unser Gebet erhört wird, dass die Welt erleuchtet wird. Thank you.
Please be seated. Let us go deep in our heart. Lasst uns tief in unser Herz hineingehen. Jesus said, when you pray, go to your inner room and close the door. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann geht in eure Kammer und verschließt die Tür. Close the door means stop thinking of all other things. Think only about Jesus. Die Tür zu schließen, das bedeutet, hören wir auf, über alle möglichen anderen Dinge nachzudenken. Richten wir uns ganz auf Jesus aus. God is precious than everything. Gott ist kostbarer als alles andere. God alone is enough for us. Gott allein genügt für uns. He will provide everything. Don't worry. Er wird für alles sorgen. Machen wir uns keine Sorgen. So let us go deep inside us. So lasst uns tief in unser Inneres hineingehen. That Jesus, who said, all powers of heaven and earth is given to me, and that I am with you to the end of the world. Und der Jesus, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, er hat auch gesagt, darum bin ich bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Oh Lord, Herr, I love you, Jesus. Mein liebender Jesus, I love you. Ich liebe dich. I love you, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. I love you with all my heart. Von ganzem Herzen liebe ich dich, Jesus. With all my strength. Mit all meinen Kräften. With all my soul. Mit meiner ganzen Seele. With all my might. Mit meinem ganzen Geist. For me, you are the first and the last. Für mich bist du der Erste und der Letzte. You are everything for me, Lord. Du bist alles für mich, Herr. I put all my trust in you, Lord. Auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Oh Lord. Oh Herr. Help me. Hilf mir. Fill me with your wisdom. Erfülle mich mit deiner Weisheit. Fill me with your revelation. Erfülle mich mit deiner Offenbarung. Enlighten me. Erleuchte mich. Go deep inside us. Gehen wir tief in unser Inneres. Recognize the most holy Trinity is in you. Erkennen wir, dass in uns die heiligste Dreifaltigkeit lebt. He said, your Father knows what you need before you pray. Jesus sagte, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Oh Lord, give me that. Herr, gib mir das. Oh Lord, give me that. Herr, gib mir das. Our soul is now united with God and it has capacity to flow into the whole world. Und unsere Seele ist jetzt vereint mit Gott und sie hat die Fähigkeit, hinüberzuströmen, hinauszuströmen in die ganze Welt. Oh Lord, flow. Herr, ströme. Flow. Herr, fließe. Flow from my soul to all souls.
schließe von meiner Seele zu allen Seelen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. In the night adoration, in this way you should pray, going deep in your heart and unite with God and let Him flow in us and through us to the whole world. Und wenn Sie in der Nachtanbetung sind, dann sollten Sie auch in dieser Weise beten, tief in Ihr Inneres gehen und dort Gott in Ihrer Seele strömen lassen und durch Ihre Seele hinaus fließen lassen zu allen Seelen in der ganzen Welt. So in 9 days time, great things are going to happen in this way. Und auf diese Weise werden sich in den kommenden 9 Tagen große Dinge ereignen. Now let us thank God for the new ideas, new convictions we receive today. Jetzt wollen wir Gott danken für die neuen Einsichten und die neuen Überzeugungen, die wir heute bekommen haben. Let us think about the 1st, 2nd, 3rd, 4th, the 4 talks today. Denken wir nach über die 4 Vorträge heute. What have you gained in the 1st 4-track? What was the main points you touched in the 1st talk? Was haben wir bekommen im 1. Vortrag? Was war der Hauptpunkt, der uns vom 1. Vortrag berührt hat, der in Erinnerung geblieben ist? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. 2nd talk. Der 2. Vortrag. And in the afternoon, the 3rd talk. Und am Nachmittag der 3. Vortrag. And the 4th talk. Und der 4. Vortrag. Danke, Jesus. If anyone wish to come here to offer a thanksgiving prayer and also to share your conviction, you are welcome. Please come. Wenn jemand spürt, dass er gerne einen Eindruck von heute wiedergeben möchte, ein Zeugnis oder was er an neuen Einsichten, neuen Ideen empfangen hat heute, dann kommen Sie bitte nach vorne. Or it is already confirming to some God experience you already have. Oder wenn es etwas gefestigt oder bestätigt wurde an Gottes Erfahrung, die Sie schon hatten, die Sie schon gemacht haben. Mich hat heute der Mich hat heute Morgen der 1. Vortrag berührt, und zwar, als du uns mitgeteilt hast, diese, wenn man so will, also ich gebe es mit meinen eigenen Worten wieder, diese beiden Welten, nämlich die Welt der Schöpfung und die Welt Gottes, also ich nenne sie jetzt Weisheit. Yes, genau. Weisheit. Die Weisheit. Und dass wir beides lernen müssen, aber wir sind diese beiden Pole aufgegangen eben. Wir sind Geschöpfe, und auf der anderen Seite ist eben auch der Schöpfer. Und unsere Welt heutzutage hat nur, überhaupt nur die Schöpfung im Blick. Und alles, auch unsere Weisheit, die Weisheit der Welt, selbst die Hochstudierten, kümmern sich überhaupt nur um diesen Teil. Während der Schöpfer, der bleibt ganz, ganz, ganz im Verborgenen.
auch für die Weisen dieser Welt, für die Studierten. Und ja, ich fand es einfach schön, wie du das eingeteilt hast. Und so fällt es mir jetzt auch leichter, wirklich um diese Weisheit zu bitten, um die Weisheit, die Weisheit des Schöpfers, die ja in der Schöpfung drin ist. Und natürlich können wir diese Schöpfung auch niemals durchdringen ohne die Weisheit des Schöpfers. Danke. Ich bin unendlich dankbar für diesen Satz aus der Heiligen Schrift und für diese tiefe Erkenntnis, die ich dadurch gewonnen habe, dass alle Ungerechtigkeit in dieser Welt überwunden sind durch die Gerechtigkeit Gottes und dass alles Klagen, alle Angst, alle Sorge überwunden sind.